Hi, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich die Final Details an diesem Löwen mache. Damit gemeint sind, dass ich euch zeigen möchte, wie ich Schnurrhaare anbringe und wie ich Wasserlinien unter den Augen annähe. Dafür braucht ihr ein bisschen weißes Garn. Ich benutze immer gerne Baumwollgarn, eine Vernähnadel, da nehme ich gerne eine mit gebogener Spitze und natürlich eine Schere. Ich starte mit den Schnurrhaaren und ich möchte euch zwei Optionen zeigen. Es reicht, wenn ihr euch so ein kleines Stück von der Wolle abschneidet und jetzt könnt ihr entweder den Faden auf eure Vernähnadel ziehen und dann damit annähen, aber was ich ganz gerne mache, ist, dass ich einfach meine Häkelnadel benutze. Dann steche ich an der Schnauze durch die Masche, an der ich dann auch die Haare anbringen möchte. Und jetzt nehme ich mir meinen Faden und ziehe den einfach einmal durch. Das andere Ende solltet ihr festhalten, damit das nicht mit durchrutscht. Und das ist wirklich der einfachste Weg, um Schnurrhaare anzubringen, indem ihr jetzt einfach Knoten macht. Am besten knotet ihr da wirklich so 2, 3, 4 Mal übereinander, damit es wirklich bombenfest hält, dass da auch nichts wieder abgehen kann. Und lasst den Faden, den ihr da anknotet, ruhig erstmal auch länger liegen. Es macht gar nichts, wenn der Faden länger ist, als die Schnurrhaare dann am Ende sein sollen. Das ist sogar besser so. Und warum seht ihr gleich? Wenn wir nämlich dasselbe dann auch nochmal auf der anderen Seite gemacht haben, guckt, dass ihr die Fäden auf jeden Fall lang genug abschneidet und dass ihr auf der anderen Seite an derselben Stelle durch die Masche geht, wo die Schnurrhaare hin sollen. Und knotet dann auch da die Schnurrhaare fest. Wenn ihr das auf beiden Seiten habt, dann könnt ihr schauen, wie lang ihr die Schnurrhaare haben möchtet und sie jetzt gegebenenfalls kürzen. Deswegen ist es gut, wenn sie ein bisschen länger sind. Dann könnt ihr nämlich auch gucken, dass es auf beiden Seiten gleich wird. Ich mache das ganz gerne so ungefähr bis zur Mähne hier und einen mache ich immer gerne etwas kürzer als den anderen. Schneidet lieber erstmal noch nicht zu viel ab und schneidet dann lieber nochmal ein Stück ab, als dass ihr direkt zu viel abschneidet. Und dann gucke ich natürlich, dass es auf der anderen Seite ungefähr gleich wird. Dann könnt ihr nochmal so ein bisschen zurechtzupfen und gucken, ob euch das jetzt so gefällt. Ihr seht vielleicht, ich habe es links doch ein bisschen kürzer gemacht als rechts. Also schneide ich hier rechts doch nochmal ein Stückchen kürzer. Und dann hat es eigentlich ganz gut gepasst. Wenn mit dem Tier viel gespielt werden soll, dann zeige ich euch hier eine bessere Methode, die dann eher dafür geeignet ist, dass halt viel damit gespielt und gekuschelt wird, damit es nicht ausfransen kann. Dafür schneidet ihr euch auch ein längeres Stück Faden ab, macht aber in beide Enden so gut wie möglich ganz vorne einen kleinen Knoten oder schneidet dann vorne einfach noch ein Stückchen näher zum Knoten ab. Bitte nicht ganz genau zum Knoten abschneiden, weil der Knoten dann wieder aufgehen würde. So ein kleines bisschen überstehen lassen. Das sorgt einfach dafür, dass wenn der Faden ausfranst, er halt nur bis zum Knoten ausfransen kann und nicht weiter. Und damit sind die Schnurrhaare dann ein bisschen langlebiger und robuster. Anbringen könnt ihr sie dann aber genauso, wie wir es auch mit den anderen Schnurrhaaren gemacht haben. So, jetzt soll Louis aber auch noch Wasserlinien unter den Augen bekommen. Und dafür nehme ich wieder dasselbe Garn, aber diesmal ein gutes Stück lang. Und das eine Ende davon ziehe ich jetzt auf meine Vernähnadel und steche einfach irgendwo in der Nähe von den Augen in den Kopf ein. Dann steche ich erstmal hier in der Nähe des ersten Auges wieder aus und so ein Stück von dem Faden lasse ich einfach überstehen. Genug, damit ihr da später noch einen Knoten reinmachen könnt. Und hier genau neben dem Auge, da wollen wir rauskommen. Und jetzt könnt ihr schauen, wie ihr es mögt. Ich mache das gerne, dass ich das so halbkreisförmig unters Auge mache, weil es dann nicht ganz so traurig aussieht. Wenn ihr zum Beispiel eine Masche weiter unten rausstechen würdet und dann rechts wieder eine höher, dann würde das so leicht schräg aussehen und damit ein bisschen trauriger. Man kann natürlich auch über den Augen solche Augenlider annähen. Ich steche jetzt rechts genau neben dem Auge auch wieder ein. Für dickere Augenlider könntet ihr dann auch das passende Chenilgarn nehmen und nicht so dünnes Baumwollgarn. Und jetzt ziehe ich mir dieses Baumwollgarn so fest wie möglich, ohne dass es unter das Auge rutscht. Aber auch nicht zu locker lassen, damit es nicht wieder über das Auge drüber rutschen kann.
Wenn ihr das Tier behaltet und es nicht zum Beispiel kleinen Babys gibt, die es in den Mund nehmen oder so, dann könnt ihr die Augenlider zusätzlich auch mit ein klein wenig Klebstoff unten an das Scharnier des Kopfes ankleben. Dann habt ihr nicht das Problem, dass es irgendwie rumrutschen könnte. Aber das ist jetzt eben die Version ohne Klebstoff und einfach nur mit Nähen. Wenn ihr das beim anderen Auge dann auch gemacht habt, dann könnt ihr noch mal ein bisschen woanders beim Kopf durchstechen. Einfach so, wie ihr es auch immer macht, wenn ihr den Faden im Körper vernähen wollt in der Füllwatte. Wichtig ist nur, dass ihr am Ende dann wieder da rauskommt, wo ihr am Anfang den Anfangsfaden auch habt stehen lassen. Und da solltet ihr jetzt eben diese zwei Enden haben, die ihr jetzt miteinander verknoten könnt. Da macht ihr einfach 3-4 Knoten übereinander. Dann könnt ihr die Fäden ein Stückchen kürzer abschneiden und dieses kleine Reststück jetzt im Kopf verstecken. Dafür stecht ihr mit der Vernähnadel nebendran ein und macht so eine Schiebebewegung nach oben oder unten. Und dadurch sollte sich der Knoten dann nach innen ziehen und im Inneren des Kopfes befinden. Und schon haben wir ein paar niedliche Details angebracht, die das Tier aber noch ein Stückchen lebendiger wirken lassen. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr sonst noch so von mir sehen wollt. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Häkeln.